Magnetischer Kran WF Steel and Crane. Nicht viele Menschen wissen, dass Baukräne mit einem langen Teleskopausleger nicht die einzige Art von Lasthebemaschinen sind. Es gibt auch sogenannte Brückenkräne. Sie bestehen aus einem oder zwei Kastenträgern der Brücke, die seitlich verfahren kann. Entlang der Spannweite der Brücke fährt eine Laufkatze mit Seilwinde, die über einen Flaschenzug das Tragmittel ablassen oder hochziehen kann. Auf dem Video seht ihr keinen gewöhnlichen Brückenkran, sondern einen magnetischen. Anstelle eines Hakens, an dem die Last befestigt ist, wird ein großer rechteckiger Elektromagnet verwendet. Diese Technik bewältigt die Bewegung, das Entladen und das Laden verschiedener Metallprodukte am effektivsten. Dabei kann es sich um Stahlblech oder Profilstahl, Schienen, Schmiedeteile und vieles mehr handeln. Stellt euch vor, wie viel Zeit man sparen kann, wenn die Mitarbeiter die Ladung nicht sichern müssen. Das Video zeigt die Technik der kanadischen Firma WF Steel and Crane. Elektromagnet M42KK. Wenn wir über das Heben von Lasten mit der Kraft eines Magneten sprechen, ist die gezeigte Methode bei weitem nicht die einzige. Tests haben gezeigt, dass diese Technologie ein hohes Maß an Effizienz aufweist. Daher ist es kein Wunder, dass es auf dem Markt viele ähnliche Geräte gibt. Schaut euch zum Beispiel den Magneten M42KK aus dem ukrainischen Kranwerk Kran Komplekt an. Sein Vorteil besteht darin, dass er an fast jedem Kran befestigt werden kann. Solche Geräte sind insbesondere in der Metallurgie und in Eisenlegierungsanlagen gefragt. Sie werden auch in Häfen, Terminals, Fabriken, die Schiffe bauen und reparieren, sowie im Maschinenbau eingesetzt. Es ist bemerkenswert, dass solche Scheiben verschiedene Formen haben können, rechteckig, sattelförmig oder wie hier, rund. Der Außendurchmesser des M42KK beträgt 1,2 Meter, das Gewicht beträgt 1350 Kilogramm. Die maximale Tragfähigkeit hängt von den Waren ab. Wenn Stahlspäne gehoben werden, beträgt die Tragfähigkeit 200 bis 300 Kilogramm. Bei Stahlplatten sind es 16 Tonnen. Es gibt jedoch ähnliche Modelle, mit denen bis zu 20 Tonnen angehoben werden können. Die Ingenieure achteten natürlich auch auf die Sicherheit. Tests haben gezeigt, dass die Scheibe die Last noch 10 Minuten lang hält, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Armstrong Magnetics NLB. Die Ausrüstung, die wir euch heute bereits gezeigt haben, haben wir nicht zufällig als Elektromagnete bezeichnet. Sie funktionieren wie folgt. Ein Magnetfeld entsteht dann, wenn Strom durch die Scheibe fließt. Somit wird der Betrieb des Magneten ferngesteuert. Es kann Metall anziehen oder nicht, alles hängt vom Bediener ab. Ein solches Gerät ist praktisch und ermöglicht es, den Arbeitsfortschritt erheblich zu beschleunigen. Gleichzeitig ist es relativ aufwendig und daher teuer. Daher gibt es dafür eine einfachere und zugänglichere Alternative. Das hier ist ein weiterer Hebemagnet. Um ihn zu aktivieren, muss man die Position des Hebels manuell ändern. Das Bewegen von Lasten dauert etwas länger, aber diese Art von Befestigung ist immer noch effektiver als herkömmliche. Das US-Unternehmen Armstrong Magnetics stellt solche Geräte her. Die NLB-Serie umfasst etwa 10 Modelle, die sich in Größe, Gewicht und Leistung unterscheiden. Solche Magnete können Gegenstände mit einem Gewicht von 150 Kilogramm bis 2 Tonnen heben. Ein breites Sortiment ist zweifellos ein großer Vorteil, da die Spezialisten die Möglichkeit haben, die optimale Ausrüstung für ihre Bedürfnisse auszuwählen. Large Hadron Collider. Dieser Teilchenbeschleuniger ist das Arbeitsergebnis von mehr als 10.000 Wissenschaftlern und Ingenieuren aus der ganzen Welt. Dies ist ein gemeinsames Projekt, an dem über 100 Länder beteiligt sind. Das Adjektiv Large wurde nicht zufällig gewählt. Der Large Hadron Collider, LHC, ist ein gigantischer ringförmiger Teilchenbeschleuniger mit 27 Kilometern Umfang, der sich in etwa 100 Metern Tiefe im Grenzgebiet der Schweiz und Frankreichs nahe Genf befindet.
Physikerinnen und Physiker nutzen den LHC, um die Bausteine der Welt und ihre Wechselwirkungen zu untersuchen und unser bisheriges Wissen über die Welt tief im Inneren der Atome bis hin zu den unermesslichen Weiten des Universums revolutionieren. Im LHC kreisen zwei Strahlen aus Teilchen, Protonen oder Ionen. Wenn die beiden gegenläufigen Teilchenstrahlen bei sehr hoher Energie aufeinanderprallen, werden Zustände wie unmittelbar nach dem Urknall erreicht. Forschende aus aller Welt analysieren diese Teilchenkollision, indem sie die dabei entstehenden Teilchen beobachten. Dafür haben sie spezielle Detektoren entwickelt. Elektromagnet Varian V3701. Das ist ein weiteres Forschungsgerät. Nicht so groß und grandios, aber dennoch sehr nützlich. Neben Schulungszwecken werden solche Elektromagnete auch für Industriezwecke eingesetzt. Beim sogenannten Hall-Effekt, für optische Untersuchungen, für die Magnettrennung oder bei Änderungen der Geschwindigkeit chemischer Reaktionen. Dies und vieles mehr kann mit dem Elektromagnet Varian 3701 untersucht werden. Tatsächlich ist dies ein ziemlich altes Modell, das in einigen Kreisen dennoch nicht an Relevanz verloren hat. Die kalifornische Firma Varian war an der Herstellung solcher Modelle beteiligt. Magnetic Thinking Party. Forschungsaktivitäten erfordern nicht immer den Einsatz hochentwickelter, moderner Geräte. Wenn wir über Kinder sprechen, lassen sich einige Physikphänomene am besten spielerisch erklären. Genau das macht diese Masse von Crazy Aarons. Dies ist eine weiche, viskose Substanz, die sich sehr angenehm in den Händen falten lässt. Sie agiert gewissermaßen als kinetisches Spielzeug. Diese Masse enthält winzige Partikel eines Magneten, die reagieren, wenn sich Metall oder ein anderes Magnet nähert. Die Masse bietet unbegrenzten Spielraum zum Experimentieren. Levitierende Skulpturen. Die letzte Erfindung für heute wird Menschen ansprechen, die gerne andere Personen überraschen. Dies ist ein schwebendes Modul, das elektromagnetische Kräfte sehr geschickt einsetzt. Stellt euch vor, eure Freunde kommen ins Zimmer und über dem Tisch schwebt ein Teller. Die Erfindung ist von keinem praktischen Nutzen, sie sieht dennoch sehr spektakulär aus. Darüber hinaus ist sie in der Lage, einer leichten Gewichtsbelastung standzuhalten. Das Octo-88-Modul schwebt in einer Höhe von 88 mm und kann Objekte mit einem Gewicht von bis zu 10 kg tragen. Entwickelt wurde das Modul vom niederländischen Studio Creative. Der Hersteller bietet mehrere Modelle in verschiedenen Größen an. Damit kann man experimentieren und ungewöhnliche schwebende Skulpturen erstellen. Der Sockel mit mehrfarbiger Beleuchtung dient als zusätzliches Deko-Element. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen! Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen! Willkommen bei Braintime! Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.